bist du denn, Jan? Na so, guck mal. Ja, genau, so müde bin ich auch. Lass uns mal schlafen. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Henry, ich kann nicht einschlafen. Ach, Herrje, was machen wir denn da? Oh, vielleicht kannst du mir ein Märchen erzählen. Ein Märchen? Mhm. Ja, klar. Moment, kennst du das Märchen von Rotkäppchen? Oh ja, erzähl mir das nochmal. Pass auf. Rotkäppchen ging durch den Wald zu den sieben Zwergen. Die wohnten in dem Hexenhaus mitten in den Bergen. Doch als sie da ankam, da staunte sie nicht wenig. Es gab jetzt einen Nachmieter und das war der Froschkönig. Das hast du durcheinander gebracht. Ja. Das hab ich mir grad ausgedacht. Was? All die schönen Sachen passieren sonst so nie, denn das geht nur in meiner Fantasie. Also Henry, du kannst dir doch nicht einfach irgendwas ausdenken. Na klar kann ich das und du kannst das auch. Probier's mal. Ich? Na gut. Der Froschkönig hat hinten an seinem Schlawittchen ziemlich lange Haare, fast so wie Schneewittchen. Da kann man gut dran hochklettern, wie an einer Leiter. Rotkäppchen kam zu ihm rauf und alle waren heiter. Das hast du durcheinander gebracht. Ja, das hab ich mir grad ausgedacht. Denn all die schönen Sachen passieren sonst zu nie. Denn das geht nur in meiner Fantasie. In der Fantasie ist alles erlaubt. Dinge, die einem sonst keiner glaubt. Nichts geht mehr schief oder ins Höschen. Rumpelstilzchen heiratet am Ende das Dornröschen. All die schönen Sachen passieren sonst so nie. Denn das geht nur in unserer Fantasie. All die schönen Sachen passieren sonst so nie, denn das geht nur in unserer Fantasie. Ja, das tun sie. Du, Henry, Fantasie ist wirklich was Tolles. Ich glaube, ich träume heute Nacht noch ganz viele verrückte Märchen. Vielleicht das von Schneeweißchen und Butterbrot. Oder Frau Holle und die sieben Geißlein. Ja, ja. Gute Nacht, Henry. Ob die Märchen, die man so kennt, auch alle durch Fantasie entstanden sind? Oder ob die wirklich so passiert sind? Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Ich bin ja so müde. Ja, ich auch. Wollen wir schlafen? Ja, das wollen wir. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Henry, da ist so ein seltsames Geräusch. Das ist ein Schneemann. Was? Ein Schneemann? Und wieso klackert der so komisch? Der Schneemann, der schmilzt nämlich und das Wasser klatscht auf den Boden. Klack, 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 klack. Ich weiß nicht. Wieso schmilzt der denn? Ist ihm zu warm? Ja, genau. Der schwitzt, weil der übt nämlich gerade eine Trapeznummer für den Zirkus ein. Oh, das ist bestimmt ziemlich anstrengend für einen Schneemann. Das muss ich unbedingt sehen. Mhm. Aber wo ist der denn eigentlich? Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort?
so ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Wenn er am Trapez ist, müsste er doch irgendwo oben sein. Ich sehe überhaupt keinen Schneemann. Vielleicht ist er geschmolzen. Aber ich höre ihn doch ganz deutlich. Hey. Entschuldigung. Na hoppla, wer seid ihr denn? Wir sind Jan und Henry. Und wir suchen den schwitzenden Schneemann. Und wer bist du? Ich bin der Ben und ich übe hier gerade einen Stepptanz ein. Einen was? Einen Stepptanz. Hier, mit meinen Steppschuhen. Soll ich euch das mal zeigen? Au, ja. Ja, passt auf. Hey, das ist ja genau das Geräusch. Und es kommt von deinen Schuhen. Ach, dann schwitzt ihr überhaupt kein Schneemann? Wie bitte? Das habe ich mir ja gleich gedacht. Wollt ihr eventuell mal mittanzen? Au, ja. Jetzt schwitz ich aber ganz schön. Jetzt bin ich noch müder als vorhin. Ich auch. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Ob ein Schneemann auch mit Steppschuhen tanzen kann? Haben Schneemänner überhaupt Füße? Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.